sind übrigens zurück aus Mexiko gekommen. Es gab da außer der Kommunikation ja gar keine Probleme. Das hatte ich doch gestern eigentlich schon erwähnt, oder? Ich meine, ich hatte schon eine Aufnahme gemacht, wo ich gesagt habe, wir sind zurück. Naja. Auf jeden Fall, wir sind zurück. Und sind jetzt heute Morgen wegen Leuten, dessen Namen ich gerade nicht erwähnen möchte, extra nach Santa Barbara gefahren, die Aussicht genießen. ja, ist auf jeden Fall cool. Die haben mir so ein Pier, wie heißt der Pier? War das irgendwas mit Star? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich werde es euch nochmal einblenden, wenn ich es rausgefunden habe. Der besteht komplett aus Holz. Inklusive die Straße besteht komplett aus Holz. Man kann hier also komplett drauf fahren, wenn man hier lang fährt. Das hört sich überhaupt nicht sicher an, weil hier alles nur am Wackeln ist. Das dürft ihr euch jetzt gerne nochmal mit anhören. Da kommt nämlich gerade noch ein Auto. Da. Das Holz wackelt und es ist laut. Es sieht nicht sicher aus, aber es hält irgendwie. Und hier sind auch überall Parkplätze. Kann man sich hier überall noch hinstellen, parken, die Aussicht genießen. Eigentlich ganz schön. Ich wurde gerade noch hier von unserem Panorama-Chris darauf hingewiesen. Der Pier heißt. Was steht da hinten? Ich kann es gerade schlecht lesen. Santa Barbara. Was? Stier? Starmias? Oder was? Alter, was steht da? Stearns Wharf. Also, ja. Sternshafen. Ja, lesen muss gelernt sein. So. Ich mach das jetzt nochmal neu, weil ich es nicht lesen konnte. Warte. Ist mir jetzt erst aufgefallen, ob steht eigentlich auf unserem Wagen Nevada drauf? Keine Ahnung. Wir haben den zwar in Kalifornien geholt, aber steht Nevada drauf. Wo ist eigentlich Osmo Michi? Osmo Michi. Osmo Michi wurde umbenannt in Cosmo. Hört sich cooler an. So, mit Panorama Chris haben wir jetzt auch Osmo Michi gefunden. Hi. Fällt nur noch Alex. Wieso hat Alex eigentlich einen Spitznamen? Welchen habe ich? Ich hatte auch schon einen gehabt jetzt. Verdammt, wie war der nochmal? Ey, ihr beide hattet ja noch andere Namen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Verdammt. Egal, suchen wir Alex. Gut, das mit der Suche ging schnell. Alex ist auch wieder am Start. Alex? Osmo Michi, auch genannt Cosmo. Panorama Chris, aka Mark Forster war's. Und ich wurde ja auch schon als Jan Böhmermann betitelt. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Nachdem wir jetzt von Santa Barbara aus 2 Stunden gefahren sind, ich glaube 2 Stunden mit Einkaufen, sind wir nun im Nirgendwo angekommen, wo es einen Schießstand gibt, Oak Tree Gun Club.
Was haben wir reserviert für 14 Uhr, ne? Ja. Wir müssen noch eine Stunde warten. Vielleicht kommen wir aber schon früher ran. Mal sehen. Ich bin gespannt. Da hinten ist unsere. Ja, wie sagt man? Shooting. Alter, hier liegt Muni. Rifle Range ist da hinten. Da müssen wir jetzt hier gerade hinlaufen. Bin gespannt. Warum hören die jetzt schon wieder auf zu schießen? Ist das deren Ernst? Ja, ist extra. Ich will einmal getan. Aufnehmen und dann. Man hat nichts mehr hören können. Da hört man's wieder. Schön. Und auf geht's, Chris. Ich bin übelst nervös. Als ich jetzt daneben stand bei dem Typen, der mal geschossen hat. Alter! Das könnte lustig werden. Wie viele Schuss hast du? Drei noch. Bereit? Ready. Original character right now? Das könnte daneben sein. Nee, der ist getroffen. Der hinterste ist getroffen. Oh, ich dachte, der ist unter diesen Arbeitsbedingungen gehe ich nicht ins Militär. Warum? Nochmal, die Kamera läuft jetzt erst. Also, ich meine, es ist ja scheiße laut, wenn man denkt, so im Krieg hast du ja keinen Ohrschützer drin, ne? Also unter diesen Arbeitsbedingungen gehe ich nicht ins Militär. Also als Arbeitssicherheit sagt da was anderes, ne? Ohrenschützer, dann Krieg. Und natürlich was für die Augen, ne? Wenn die Kugeln rausfliegen. Werflicht kommt wieder. Apropos, ne? Ich habe was ins Auge bekommen, als du geschossen hast. Echt? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Warum hattest du keine Brille an? Könntchen. Hatte ich. Trotzdem. Was fliegt? Nein. Sturzflug auf dein Arm. Aber an sich, das Schießen... Geil! Ja, das war mega! Das war richtig nice. Ich habe mir das mit dem Rückstoß viel schlimmer vorgestellt, aber das ist ja nix. Jetzt einfach viel lauter. Okay. Viel lauter, das ist wirklich. Die, das ist, also wir hatten jetzt eine AR-15 und irgendwas anderes noch gehabt. MVP irgendwas. Ne, ja, MVP 223 Mossbach oder sowas. Beides war ziemlich okay mit dem Rückstoß. Allerdings den Typen, der mit der Shotgun geballert hat, da sollte man doch was Respekt vorhaben. Das war geil. Der ist geflogen. Hey, der war drin, da für ein Vierum. Der ist gerade verschwunden im Loch. Nein. Apropos Hirsch. Es hatte uns einer gesagt, dass wir zeitweise einen echten Hirsch da hatten oder sowas, oder einen Rieh oder so. Ja, den hat es nicht interessiert, dass wir die ganze Zeit da geschossen haben. Ja, wir haben da die ganze Zeit rumgeballert und das Vieh stand auf einmal direkt neben der Bahn. Das haben wir alle nicht mitbekommen. Wir waren zu sehr auf die Waffen und unsere Ziele fokussiert. Aber ja, da liegt dann wohl noch so ein Vieh nebenher. Warum auch nicht? Warum nicht? Ja, das wird gleich mal was sagen. Ja, und jetzt geht es für Alex nochmal auf den Pistolenschießstand. Ich hab vielleicht auch. Ja, Christian eventuell auch noch. Mich und ich gucken zu und wir filmen. Michi nimmt sich gleich den Revolver. Okay. Mich und ich nehmen jetzt unser letztes Abendmahl. Nee, wir sind ja von raus. Yeah, wer weiß, ob die gleich hier rüberkommen. Und wenn, dann hoffe ich ohne Waffen. Ey, wir gehen jetzt noch mal, gucken mal, ob die hier noch was zu essen haben, weil ich hab übelst Kohldampf. Hab bis jetzt nur Frühstück und wir haben, glaube ich, 15 Uhr, ne? Durch, längst durch. Okay. Da will jemand gefilmt werden. Da will jemand gefilmt werden. Axt werfen. Ui. Yeah, here you got it, buddy. Das war zu dunkel, aber okay. Can you do it again? One more time, of course. Yes. Of course. Und. Nice. Das war daneben, aber nice. Ich hab schon gesehen. Ja, so läuft das hier. Ich hab schon gesehen, wie er das Teil aus der Hand verliert und den Kopf stecken hat. Chris, ja. Über das Schießen. Ich hab mich mit der Pistole gemacht.
Oh. Ja, ich musste eine Kugel mit meinem Bauch auffangen. Hast du abgefangen? Ja. So, Alex, ist das, Alex dein Leben gerettet? Ja, ja. Das ist gut. Aber jetzt ist mein T-Shirt dreckig. Verdammt! Hätte ich auch irgendwie erschießen lassen. Du hättest vielleicht mehr Zeit brauchen müssen zum Nachdenken, ne? Schmeiße ich mich jetzt dazwischen, oder? Ich vielleicht vorher mein T-Shirt an. hat auch sogar mega Spaß gemacht. Das, Welche Waffen? Also wir hatten eine Glock 17 und eine USP Combat. Okay. Ja, also wir haben beides 9mm Waffen. Und vom Rückschuss gegen Aufprallgefahr, also ein bisschen hoch, ne? Aber war geil. Das, was war jetzt das Beste? Pistole oder Sturmgewehre? Die Rifles. Sturmgewehre. Die waren geil. Aber Pistole? Ich sag 50 Schuss, das ist voll geil. Ja gut, musst du natürlich dementsprechend auch bezahlen. Nö, das ist billig. 0,3 Cent, also 30 Cent pro Schuss circa. Das ist billiger als bei den Rifles. Ja. Da waren es 50. Okay. Venice Beach. Sieht echt so aus wie ein GTA. Hier in LA sieht einfach alles aus wie ein GTA. Sehr schön hier. Oder? Schön oder nicht schön? Sehr schön. Ich hätte schon mit was anderem gerechnet. Ich habe schon bessere Städte gesehen. Wir sind angekommen. Nach einer Stunde Fußweg sind wir jetzt angekommen auf dem Santa Monica Pier. Und ich fahre gleich definitiv Achterbahn. Auch wenn die relativ low ist, aber ich will damit fahren. Wenn ich hinkriege, dann würde ich immer filmen dabei. Aber erstmal muss ich eine Testfahrt machen. Und generell gucken wir uns hier mal alles an, was es hier gibt. Ich habe gelesen, es soll noch ein Karussell geben. So ein Karussell ausgeben, ein Riesenrad, die Achterbahn. Ein Arcade-Zentrum. Mal gucken. Also wir sind gerade auf dem Riesenrad, also zumindest habe ich hier nicht. Die anderen beiden wollten nicht. Die waren einfach nur schwach. Ja. Die waren einfach nur schwach. Ne, die wollten nicht. Genau wie mit der Achterbahn. Aber die Aussicht hier, schon mega. Ich werde jetzt gerade nicht nochmal umschwenken, weil das, was ihr hinter mir seht, das ist quasi überall. Das heißt, schöne Aussicht habt ihr gerade nicht. Hab aber ein paar Videos gemacht, die zeige ich euch jetzt.
Tja, und da sind wir schon wieder. Urlaub ist vorbei. Leider. Was sagt ihr dazu? Urlaub vorbei. Nicht schön. Naja, jetzt sitzen wir hier noch. Was? Das ist dein Gefühl. Naja, jetzt sitzen wir hier noch vielleicht, ich glaube, 15 Minuten. 10, 15 Minuten, dann geht das Boarding. Und dann geht's schon wieder zurück nach Frankfurt und dann nach Siegburg. Und dann geht's weiter. Was? Super. Super. Ja. Naja. Also. Ja, was soll man schon sagen? Der Urlaub war schön. War mega geil. Also mein persönliches Highlight im Urlaub war der Grand Canyon. Chris? Was war dein persönliches Highlight? Was? Canyon? Alex? Oak Tree Gun Club. War auch geil. Aber ich fand den Canyon noch geiler. Und der Canyon haben wir, ja. Naja. Und das indonesische Restaurant. In Francisco? Nein. Nein, überhaupt nicht. Naja, mal sehen, wo uns der nächste Block verschlägt. Also, auf jeden Fall geil. Und ich würde diese Tour auch jedem empfehlen.